Nice. Also ich glaube, dass dieses Kit wirklich unglaublich Potenzial hat und dass das echt eine Wucht sein kann, wenn man damit richtig spielt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu neuen Endergames Kits. Endlich gibt es neue Kits. Es sind zwar nur zwei und einmal gibt es den Ungeheuer und einmal den Ritter. Und ich spiele heute einfach mal den Ritter und der Ritter startet mit einem Pferd und einer Leine, mit der er sein Pferd rufen kann. Und ich bin mal sehr gespannt, weil ich dieses Kit noch nie gespielt habe, beziehungsweise das die erste Runde sein wird, die ich spielen werde. Und wir sehen uns dann einfach gleich auf der Startplattform wieder. So, da wären wir dann auf der Startplattform und wie gesagt, ich bin mal jetzt verdammt gespannt, wie sich das Kit so, ja, schlagen wird, weil, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe auch keinerlei Erfahrungswerte, ich bin unglaublich gespannt. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir im Start irgendwas bekommen und dann mit unserem Pferd, lol, habe ich das Pferd direkt schon am Anfang? Lol, okay, das ist schon mal nicht schlecht, warte mal, wir gucken mal, dass wir da hinkommen, kommen wir überhaupt irgendwie an die, ja, nice, Alter. Du bewegst dich ja richtig schnell fort, einfach nur, aber du kommst an die Kisten kaum dran. Okay, das ist nett. Das ist nicht schlecht. Alter, du bist ja richtig schnell. Das ist ja noch schneller als eigentlich als Känguru. Okay, das ist natürlich ein richtig geiler Vorteil, vor allem weil du die Blöcke auch hochlaufen kannst. Alter, krass. Nett. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was hat denn der überhaupt für eine Rüstung an? Boah, der hat. Ernsthaft? Hat der echt eine Diamantrüstung an? Nicht schlecht, okay. Gut. Krass. Also hätte ich jetzt nicht erwartet. Und wie gesagt, ich bin echt froh, dass jetzt endlich neue Kits rausgekommen sind. Es sind zwar, wie gesagt, nur zwei Stück. Aber es wurde auch mal Zeit. Und es gibt ja auch generell ein großes Endergames-Update jetzt. Einige Kits wurden verbessert, einige Kits wurden ein bisschen verschlechtert. Zum Beispiel der Zielsucher hat jetzt anstatt, dass er innerhalb von einem Radius von 15, 50 Blöcken einen Speedbuff bekommt der nur im Radius von 15 Blöcken jetzt einen Speedbuff und andere Kits sind wie gesagt einfach verbessert worden und das heißt, dass das Ganze ein bisschen mehr balanced ist. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickeln wird, weil wie gesagt, ich habe jetzt von dem Update noch nichts gespielt und bin mal gespannt, wie das oh Gott, nein! Alter, wie viel Leben hat das Ding eigentlich? Oh Gott, komme ich jetzt hier überhaupt noch raus? Gott, ich weiß es gar nicht. LOL! Okay, das ist jetzt irgendwie fail. Okay, hoch, hoch, hoch. Komm, 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 komm. Komm, du schaffst das. Du kommst da hoch. Ach nee, Alter. Ja, Alter, nein. Okay, warte mal. Werde ich eigentlich, wenn ich geportet werde, bekomme ich dann. Ja, ich kann mein Pferd wieder zurückholen. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich absteigen. Und dann einfach gucken. Nee, warte mal. Oh Gott, ey, wie behindert. Warte. Pferd, Pferd, ja, nice, das funktioniert. Okay, das ist cool. Damit kann man, denke ich, mal leben. Allerdings ist unser Pferd anscheinend ja auch nicht unsterblich, was ein bisschen dumm ist. Was immer ein bisschen ungünstig ist für uns. So, haben wir mal das. Das haben wir getötet. So, kommt da irgendwo was? Ich hätte gerne mein Pferd. Wo ist mein Pferd? So, nice. So, wo ist der Gegner? Der ist irgendwo. Lol, wo ist denn der? Nein, nein! Alter, ist das Pferd jetzt. Nein, okay, doch, nee, es lebt noch. Hä, also, das ist. Ich muss sagen, ich bin gerade irgendwie richtig komplett. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier abgeht. So, das haben wir. Da haben wir da. Ich weiß nicht, kann man die mit Weed heilen? Das wäre eine gute Frage. So, der Typ da vorne. Sieht schon mal relativ in Ordnung aus. Vielleicht könnte das jetzt unser erster Kill werden. Oh Gott, ein Holzfäller. Lol. Okay, es ist auf jeden Fall richtig schwer, den Gegner damit zu treffen. Allerdings. Nice, okay, den haben wir. Alter, du kannst den. Der Gegner kann dich ja kaum hitten. Okay, doch, er kann mich hitten, aber. Alter. Okay, der hat ein halbes Herz. Komm, 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 komm. Den holen wir. Oh, nice. Okay. Okay, krass. Also, das Kit, das gefällt mir ehrlich gesagt doch relativ gut. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Okay, nett. Ja, damit kann man, denke ich mal, gut leben. Und verdammt, 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 verdammt. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Nein, nein, lass mich. Nein! Ernsthaft? Okay, das ist jetzt doof, dass wir gestorben sind. Aber ich hätte mal gesagt, die Runde war echt cool. Und dann sehen wir uns einfach mal jetzt gleich in der nächsten Runde wieder. So, da wären wir dann in der zweiten Runde als Ritter. Und ich bin mal gespannt, ob sich das Ganze genauso bewähren wird wie in der ersten Runde. Weil, wie gesagt, da waren wir extrem mobil. Ich hoffe mal, dass wir jetzt am Anfang auch wieder gut Ressourcen bekommen. Damit wir dann auch gut arbeiten können damit. So, in der ersten Truhe haben wir schon mal. Nein! Ach, verdammt, das Eisen haben wir wieder natürlich nicht bekommen. Ist natürlich wieder doof. Aber können wir nichts dran ändern. Gucken jetzt, dass wir jetzt hier irgendwo weiterlaufen.
wo die Kisten sehen. Das Problem ist, wenn du so schnell rumläufst, du siehst die Kisten fast gar nicht, habe ich so das Gefühl. Wobei, eigentlich geht's ja, ne? Also hier, nice, haben wir das auf jeden Fall schon mal. Chest Loot Skills des Todes, hätte ich mal gesagt. So nice, hier sind Dias, das. Ey, dann sind wir schon mal richtig gut equipped, finde ich. Also wir haben zumindest mal, ja doch, das geht klar, das geht richtig gut klar, denke ich mal. 5 Level, kann es sein, dass man irgendwie mehr EP bekommt, irgendwie durch das Update? Keine Ahnung, schreibt es mir mal in die Kommentare, falls ihr das wisst. Wäre cool. So, und dann machen wir jetzt einfach mal ein Eisenschwert und einen Eisenbrustpanzer direkt. Ich hätte zwar gerne noch Schuhe, damit ich nicht irgendwie durch einen Tower getötet werden kann oder so. Allerdings können wir natürlich auch nicht alles haben. Das Weed behalte ich ehrlich gesagt erstmal. Nein, warum jetzt ein 15 Sekunden Lag? Warum? Warum bitte jetzt? Beziehungsweise warum jetzt? So, verdammt. Ist jetzt überhaupt irgendjemand da? Nein, das ist gut. So, Pferd. Du bist da, nice. Und dann gehen wir jetzt mal auf Gegnerjagd. Da ist irgendeiner vor uns. Den können wir uns doch, denke ich mal, holen. Oh Gott. Alter. Siehst du, das ist der große Nachteil an diesem Kit, dass du absolut, dadurch, dass du so schnell bist, den Gegner kaum triffst. Gut, wir haben ihn jetzt down bekommen. Hat jetzt relativ wenig Chance, dass da vorne ist ein Dingens. Ein Holzfäller, glaube ich. Den haben wir jetzt auch mal noch geholt. So, wo ist der nächste? Da vorne sind ein paar Gegner. Dann gucken wir, dass wir vielleicht den da bekommen. Nice. Problem ist... Oh Gott. Wie gesagt, das ist so unglaublich random, habe ich so das Gefühl. Kann das sein? Was war denn das jetzt überhaupt? Nice, den haben wir. Kriegen wir den jetzt auch noch? Nice! Alter, was geht denn hier ab? Okay. Nice! Okay, 4 Kills. Das ist, damit kann man relativ gut leben. Wir haben Nemesis, der Gliederfüßler-Schwert. Wir haben unsere Schuhe, die wir brauchen. So, und dann haben wir mal relativ gutes Equipment schon mal. Bogen hauen wir weg. Dann tun wir hier noch ganz kurz einen Helm machen. Und so, ist hier irgendwo einer? 70 Blöcke. Nice, also ich muss sagen, das lief gerade echt gut. Und wir haben 8 Diamanten sogar. Krass, da mache ich mir jetzt allerdings eine Hose draus, weil wir keine Hose haben. Und das lohnt sich dann einfach mehr, als wenn ich mir jetzt einen Dia-Brustpanzer machen würde. Für die, die sich fragen. Und dann gehen wir mal einfach auf die Suche zum nächsten Gegner. Wir sind von den... Nee, dann gehen wir nicht hin. Ich glaube, das größte Problem ist an dem Kit, dass du absolut keine Chance hast im Wasser. Come on. Krieg ich den abgestaubt? Schade. Leider nicht. Du hast keine Chance im Wasser, weil du ja vom Pferd absteigst, wenn du ins Wasser reinkommst. Und das macht das Ganze so ein bisschen ungünstig. Deswegen denke ich mal, dass das hier auch echt nur für irgendwelche Landmaps gut geeignet ist. So, der Typ da. Nice! Also ich glaube, dass dieses Kit wirklich unglaublich Potenzial hat. Und dass das echt eine Wucht sein kann, wenn man damit richtig spielt. Also ich muss sagen, Props ans Gommel-Team. Das ist wieder ein richtig, richtig, richtig schönes Kit eigentlich. Also nach anfänglicher Skepsis muss ich sagen, es gefällt mir. Es macht Spaß. Das auf jeden Fall. Ja, und gucken wir mal, dass wir die Runde dann noch zu Ende bekommen. Wo gehen wir denn hin? Der Gegner ist ungefähr 5. Oh Gott, nein. Okay, jetzt habe ich natürlich... Okay, gut, passt. Der Port hat mich jetzt gerettet. Ich hätte nämlich auf meinem Pferd vielleicht sein sollen. Das wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Allerdings kann man da natürlich nichts dran ändern. So, ich würde gerne auf mein Pferd... Oh Gott, schnell weg. Das Coole ist, dass du eher das Pferd... dass eher das Pferd Damage bekommt als du. Come on. Ein Herz. Nein. Du kannst dich halt so schlecht bewegen. Nice, er ist down. So, der letzte Gegner ist noch vor uns. Oh nein. Okay, nice. Der ist da hinten. Boah, wir können so schnell fliehen. Wir tun uns jetzt noch den Regenerationstrank rein. Und dann gehen wir jetzt einfach mal auf den Gegner drauf. Come on, dude. Nice. Warte. Ja, unser Pferd bekommt ein bisschen Damage, aber wir bekommen kaum Damage. Und? Ja, jetzt sind wir im Wasser. Nein. Okay, das ist jetzt schlecht. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir den Gegner vielleicht noch mit ein bisschen Bow-Spamming da ein bisschen abgezogen bekommen. Wir können einfach nicht ins Wasser rein. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was für ein Kit der ist. Werde ich ja sehen am Ende. Down. Come on. Dude hat noch einen Goldapfel gegessen. Kriegen wir den jetzt ohne Pferd?
Ach Gott. Alter. Nein, 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 nein. So, ich gehe da hinten hin, weil ich habe ja noch Regeneration. Oh Gott, 9, 8. Ich habe noch die, die Dingens, die Splash Potions hier. Oh Gott, komm, 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 komm. Nein, 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 ich will das jetzt nicht verlieren. Ich will das jetzt verdammt nochmal nicht verlieren. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Nein! Okay, er war Teleporter. GG. Aber ich muss sagen, das Kit ist extrem nice. Mir gefällt es richtig gut. Und ich denke mal, ich habe in den zwei Runden einiges zeigen können, was das Kit so drauf hat. Und ja, einfach mal so zum Zusammenfassen. Mein Fazit, wie gesagt, ich finde das cool, Kit richtig, richtig cool. Du bist am Anfang extrem schnell und hast halt recht schnell deine Sachen zusammen. Hast gutes Equipment. Die Gegner können dich relativ schwer hitten. Und es bekommt eher das Pferd Schaden, als dass du Schaden bekommst. Das heißt, du hast nochmal eine Rüstung obendrauf oder so ein kleines Schutzschild. Und ich denke mal, das Kit hat auf jeden Fall Potenzial. Und ich hätte gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Wenn nicht, dann konstruktive Kritik. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.